So Leute, damit willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Nach zweiwöchiger Pause melde ich mich endlich wieder zurück. Und zwar mit dem EM-Finale Deutschland gegen Frankreich. Ja, ich habe nämlich fast die komplette EM offscreen gemacht, außer das Finale. Das wollte ich unbedingt aufnehmen. Und dann will ich noch die Erstligasaison mit Hannover 96 machen, wo wir natürlich auch dank des DFB-Pokalsieges gegen Dortmund im letzten Part an der Europa League teilnehmen. Ich habe mir so ein paar Gedanken über die nächsten Transfers gemacht, aber da gucke ich immer noch weiter. Ich gucke immer noch weiter, weil ich wollte eher einige Spieler aus der Jugendakademie holen. Aber natürlich wird auch der ein oder andere Spieler noch gekauft. So, aber ich würde sagen, wir fangen hier gleich mit dem Spiel gegen Frankreich an. Die Aufstellung sieht wie folgt aus. Im Tor, wie immer, Manuel Neuer. In der Abwehrreihe Nico Schulz, Mats Hummels, Jerome Boateng, Lars Bender. Im Mittelfeld Kimmich, Groß, Müller. Und vorne im Sturm Leroy Sané, Marco Reus, Serge Gnabry. Wir werden natürlich auch gleich anfangen, denn die Hymne werde ich natürlich nicht spielen. Und ansonsten lasst doch schon mal ein Like und einen Kommentar da und abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im Stadion. Endspiel steht auf dem Programm. Hinter uns liegt ein toller Wettbewerb und ich bin sicher, vor uns liegt eine packende Partie. Und gleich geht's los mit der Partie Frankreich gegen Deutschland. Wolfuß und Frank Buschmann melden sich heute vom Finale von einer Partie, die einiges verspricht. Es ist ein Spiel, über das viel geredet wurde, doch nun zählt das alles nichts mehr. Jetzt kann das Spiel also beginnen. Könnte eine klasse Partie werden. Ja, Wolf, beide wissen natürlich, was hier auf dem Spiel steht. Es geht um viel, es geht um alles, oder aber es geht nicht um die Wurst. Es geht um den ganzen Grill. Endspiel. Ich glaube, da musst du als Trainer nicht mehr viel sagen. Da wissen die Spieler jetzt noch mal alles raushauen. Egal wie lang, wie anstrengend die Saison war. Und jetzt gucken wir mal, wer die Nase vorn hat. Es ist Finale. Ich würde nur sagen, wir fangen jetzt direkt an. Auf geht's. Das merkt man hier. Frankreich gegen Deutschland. EM-Finale. Nur noch von dieser Partie. Es war ein hochinteressanter Wettbewerb mit richtig guten Leistungen und heute wird sich zeigen, wer das Ding holt. Ist natürlich immer was ganz Besonderes für die Spieler, für die Fans und auch für uns hier oben auf der Kommentatorentribüne. Und nun fegt er. Das macht er gut. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Im Tor heute Hugo Lloris. Paul Pogba steht mit N'Golo Kanté auf den zentralen Positionen und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Mats Hummels spielt mit Jerome Boateng. In der Abwehr Leroy Sané. Thomas, den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Die wichtigste Frage für heute lautet für mich, was kann Kylian Mbappé heute zeigen? Kann ich dir sagen. Und das war ein Foul und es gibt gleich Elfmeter. Legen Sie gleich zurück. Ja, und das Foul nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da zeigt er direkt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und dazu gelb, nur gelb, muss man sagen. Und da ist das 1-0 durch den Nachschuss.
Sehr schön. 1-0 Führung, 7. Minute. Mbappé, da verlieren sie den Ball. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Und nun fehlt hier. Präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Kimmich. Und der Tor ist groß. Sané. Knappe Nummer hier. Ja, abseits. Sie verlieren den Ball. Auf dem Flügel. Dinje. Ganz energisch. Komm an. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Reus jetzt am Ball. Ballverlust Marco Reus. Geht dazwischen Reus. Jetzt Marco Reus. Vorne jetzt die Balleroberung. Müller versucht's mal. Pogba jetzt. Pogba. Thauvin. Erneut so ein hervorragender Pass. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Reus. Marco Reus verliert den Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Pass von Pogba zu, genau. Leroy Sané. Spielt er den Ball in den Strafraum. Marco Reus. Oh, da war die Chance zum 2-0. Und das gibt den nächsten Elfmeter. Oder was? Ich glaube durch ein Handspiel. Und diesmal hat er ihn gehalten. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Super dazwischen gegangen. Sané. Ball kommt rein. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gut geklärt, das war wichtig. Der Ballverlust. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Die Franzosen Vorteil. Und die Flanke. Ja, das sieht gut aus. Mbappé. Mbappé. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Müller am Ball.
Gnabry. Marco Reus am Ball. Conte. Und jetzt Fink hier. Pogba. Longley. Pogba. Frankreich, sehr energisch. Fairer Einsatz hier. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Kein Abseits. Und Leo Sané hier mit dem 2:0. Verliert den Ball. Toller Pass. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Reus. Reus, das ist die Chance. Da passt der Torhüter auf. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang? Digne. Mbappé. So, jetzt die Franzosen am Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Lars Bender. Abgefangen. Gut gemacht. Thauvin. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Conte. Ballverlust. Thauvin. Immer noch die Franzosen. Vorteil. Hummels geht da richtig rein. Jetzt der Ballverlust. Mit dem Ball hat er gar keinen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Da haben wir Platz für den Konter. Reus. Steilpass kommt von Reus. Jetzt ist der Platz da. Gnabry. Loris. Tolle Parade. Kimmich führt aus. Da zieht er ab. Kein no. Guter Abschluss hier. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Pogba am Ball. Die Franzosen über außen. Nabil Fekir. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Klasse gemacht von Manuel Neuer. Ach, ganz stark vom Nationaltorhüter. Und nun Pogba. Mbappé. Fekir. Gute Aktion von Hummels. Halbzeit. Unser Rom steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben.
Okay. Aber wir machen auch gleich weiter, ohne Auswechslung. Rein geht's in die zweite Hälfte. In diesem Finale schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Dinje. Jetzt die Franzosen. Coman. Gute Aktion. Gutes Tackling auf außen. Es geht dazwischen. Dinje. Und jetzt gibt es Einwurf. Und Laporte. Conte. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Gute Aktion jetzt. Hummels, pass auf. Ball ist raus. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Da ist die Hereingabe. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Conte. Klasse Pass. Lucas Digne. Da ist die Chance. Super. Und schön gehalten von Neuer. Können sie nichts machen. Die deutsche Mannschaft bekommt hier den Freistoß. Kimmich. Marco Reus. Den Ball holt er. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Mbappé. Guter Vorstoß da jetzt. Da muss er flanken. Und er hat den Ball. Abseits. Van der Sobel, abseits Sané. Nabil Fekir. Komm an. Nabil Fekir. Spiegel weiter und jetzt kann die Flanke kommen. Florian Thauvin. Gibt das den Anschluss? Parade Neuer. Immer noch gefehlt. Tor für die Franzosen. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Gut, das Anschlusstor. Aber dann doch der Treffer. 2-1. Hier ist noch alles drin. Da sollte der gar nicht hingepasst werden. Coman. Der Ball läuft richtig gut. Und das ist der Ballverlust. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Die Möglichkeit zu flanken. Dass sie da zur Stelle sind. Schuss von Reus! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Nun Mats Hummels. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt kann er die Flanke reinschlagen. Chance gegeben, der Ball geht vorbei. Und Frankreich wechselt aus. Und Gnabry mit den 3-1. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist einer.
wir werden aber mal auswechseln. Groß raus, weiter ans rein. Martial mit Platz. Jetzt vielleicht die Flanke. Weg ist der Ball. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Bringt den Ball flach rein. Und Hendrik Weidand mit dem 4:1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Steilpass kommt von Reus. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt vielleicht. Und der Ball geht deutlich oh Mann. Gnabry. Marco Reus. Zu spielen Reus. Gegner ist da. Jetzt Thomas Müller. Wird das jetzt gefährlich? Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Mbappé. Rabiot. Vielleicht die Konterchance. Martial. Immer noch diese Szene. Jetzt ist er durch. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst. So, wir wechseln aber nochmal aus. Havertz kommt rein. Für Reus. So, Müller. Na, bleibt im Mittelfeld. Gut. Dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Guter Einsatz, das war wichtig. Super dieses Zuspiel. Super Pass, Ball kommt an. Er trifft die Latte. Der Ballverlust. Macht er gut. Das sieht vielversprechend aus. Gnabry. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Genie. Mbappé. Rabiot. Mbappé. Schafft den Anschlusstreffer. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Abgepfiffen. Freistoß Frankreich. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, da müssen Sie aufpassen. Schöne Aktion. Ja, könnte was werden. Jetzt ist
Leider nicht. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. So, dann wechseln wir auch mal in der Abwehr aus. Die Deutschen jetzt wieder am Ball. Einwurf jetzt. Conte. Ball geht direkt wieder zurück. Tolles Zuspiel. Alain Saint-Maximin. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Rabiot. Sehr guter Einsatz von Mats Hummels. Martial. Ah, oh, der geht da vorbei. Ball ist unterwegs. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Und jetzt ist es nur noch ein Tor. Oh, oh, das könnte noch mal knapp werden. Nein. Geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Sauberes Tackling von ihnen. Alles könnte was werden jetzt. Gutes Tackling. Oh, was war das denn? Die Franzosen über außen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und kurz vor Ende hier nochmal eine Ecke. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall, Wolf. Damit könnte er hier den Sieg für sie festgehalten haben. Pogba! Kurz vor Spielende können sie hier fast den Treffer machen. Aber einer hat was dagegen. Ja, er rettet sie erstmal mit dieser Riesenparade aus nächster Nähe. Es bleibt beim Spielstand. Pogba. Und das war's. Sieg. Oh, ganz knapp. Ganz knapp war das noch. Erstmal das Siegertänzchen hier unten auf dem Platz und auf den Rängen. Frank Buschmann tanzt mit. Ein ausgewiesen, ausgezeichneter Tänzer. Wie ich persönlich auch weiß. Ja, aber wir müssen ja immer so ein bisschen die Distanz wahren. Wir sollten die Distanz wahren, aber du kannst dich dem hier ja gar nicht entziehen, wenn du das erlebst, was gerade abgeht. Also tanzen wir eben mit. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen halbe Moral haben. Auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Glück spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei denen erfolgt. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt lasst es raus! Lasst es raus! Thank you.
Ja, gucken wir nochmal auf die Tore. Erstes Elfmeter-Tor. Gegenpfosten, Nautos und Tor. Da war noch der Anschlusstreffer. So ein Interview gibt's leider nicht. Das war die Europameisterschaft. Und als nächstes steht das nächste Finale an. Und zwar Hannover 96 gegen den FC Bayern München. Wir, weil wir den DFB-Pokal gewonnen haben, Bayern München, weil sie Deutscher Meister geworden sind. Deswegen müssen wir als nächstes gegen Bayern spielen. Ja, mal gucken, ob wir das Spiel gewinnen können. Ah, hier sind auch die Quali-Runden. Und hier können wir uns alles nochmal ansehen. An sich, aber da mir jetzt die Zeit gerade fehlt, sage ich jetzt mal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zum Spiel Hannover 96 gegen FC Bayern München im DFL Supercup. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.